Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer weiteren Interviewfolge von Quelle TV. Ich habe einen wunderbaren Gast hier bei mir. Es ist die Brigitte Voss. Und wir sprechen über Palmblatt-Bibliothek, über Reisen nach Indien, über das Arthur Findlay College und über die Aufgaben im Leben. Sei gespannt, ich freue mich, wenn du zuschaust. Ja, herzlich willkommen, liebe Brigitte. Es freut mich sehr, dass du hier bist, dass du dich zur Verfügung stellst für ein Gespräch. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Und ich habe mich gefragt, wie soll ich dich jetzt ankündigen? Und anstatt, dass ich mir jetzt überlege, was erzähle ich, wer du bist und was deine Tätigkeit ist, wenn du zu uns in die Quelle kommst, wenn du Einzelsitzungen machst, habe ich gedacht, stell dich doch gleich selbst kurz vor, bitte. Sehr gern, liebe Isabel. Also ich habe mich auch sehr gefreut, heute hier zu sein, mit dir das schöne Gespräch zu führen. Und ja, ich bin Buchautorin und arbeite als Medium und energetische Heilerin. Und man hat mir in den letzten Jahren ein bisschen den Namen Seelenflüsterin verpasst, weil ich sehr gerne mit der Seele der Kundinnen und Kunden, die zu mir kommen, in Kontakt trete. Weil so kannst du natürlich am besten Informationen erhalten und auch Botschaften übergeben. Ja, schön. Wir haben dich jetzt bereits ein paar Mal hier gehabt dieses Jahr. Und ich freue mich darauf, dass du immer wieder zu uns kommst. Ich mich auch. Ja, Einzelsitzungen machst. Ja. Und ich weiß jetzt, du machst Seelenreadings und Heilsitzungen. Ja. Und was ist der Unterschied von diesen beiden Begriffen oder Sitzungen? Also bei der Seelenlesung kommt es darauf an, dass die Seele die Chance wahrnimmt, wenn die Kundin zu mir kommt, ein wichtiges Thema noch ins Jetzt zu bringen, ein Thema, das noch geheilt werden muss. Das ist zu 95% immer aus einem früheren Leben, das dort nicht geheilt wurde. Und so sind natürlich die Themen, wieso ist jetzt diese Kundin oder dieser Kunde hier in diesem jetzigen Leben? Was bringt sie oder er mit? Wieso hat man gewisse Turbulenzen im Leben? Wieso zieht es einem in gewisse Richtungen? Weil die Seele möchte dann auch immer offenbaren, was wir für wunderbare Talente in uns schlummern haben. Es ist wirklich so, dass jeder Mensch, egal von wo er kommt oder was er schon alles in seinem Leben getan hat, jeder Mensch hat innere Talente. Mhm. Das ist jetzt der Unterschied von der Seelenlesung. Mhm. Und ja, da geht es dann auch darum, dass wenn man dann die Themen geheilt hat, die Seele eben sozusagen auf den Tisch bringt, dass man dann eben seine schönen Talente raufholen kann ins Bewusstsein. Und wenn man sie nicht schon zum Teil lebt, kann man sie auch vollumfänglich im Leben integrieren. Mhm. Und die Heilsitzung, das ist ganz speziell. Ich hatte schon viele Jahre mit den Seelenreadings eine Stammkundschaft aufgebaut, ja, und diese Personen zum Teil länger oder weniger lang begleitet. Und immer habe ich erlebt, dass es noch Blockaden gab. Und ich habe immer zu der geistigen Welt gebeten, kann ich diesen Personen nicht helfen, dass sie aus dieser Blockade kommen, damit sie wirklich voll und ganz das Leben in der Fülle leben können. Und eines Tages habe ich wieder gebetet und gebeten drum, dass ich das Richtige an Impuls kriege. Und da kam Bradley Nielsen nach Basel, ein amerikanischer Arzt. Er hat das Buch Der Emotion Code geschrieben und gab eine Ausbildung. Und ich habe innerlich gefühlt, das ist meine Ausbildung. Und zwar, wie man den Emotionscode der Menschen knackt. Mhm. Da geht es um vererbte
um eingeschlossene und um versteckte Emotionsblockaden. Und ich bin halt stark hellsichtig und auch hellhörend, hellfühlend. Und deswegen können wir immer, die Kundin oder der Kunde und ich zusammen, diese jeweiligen diese blockierenden Emotionen herholen, anschauen und ablösen. Und so habe ich natürlich erlebt, dass ganz viele Personen plötzlich diesen sogenannten Durchbruch geschafft hatten, dass sie nicht mehr blockiert waren in ihrem Tun. Schön. Ja. Ich weiß, jetzt nochmals wegen den Seelenreadings, ich weiß, dass du dann einen Seelenbrief schreibst. Genau, ja. Was ist das? Ja, das ist so schön, weil das ist mir auch wichtig, bevor dass die Kundin oder der Kunde zu mir kommen, die ich ja meistens, also 90% noch nie gesehen habe, bitte ich meinen geistigen Führer, mein höheres Selbst, mit dem geistigen Führer von meiner Kundin oder Kunde schon Kontakt aufzunehmen, damit ich das richtige Thema kriege. Und der Geistführer nimmt dann mit der Seele Kontakt auf und will dann wissen, um was geht es jetzt genau heute, dass diese Kundin oder dieser Kunde weiterkommt. Und die Seele gibt es der Kundin ihrem Geistführer durch, ihr Geistführer gibt es meinem Geistführer durch und ich bin da so mit geschlossenen Augen und schreibe einen Seelenbrief nieder. Ja. Und ich habe meistens die Augen zu, weil ich sehe natürlich mit geschlossenen Augen vor meinem dritten Auge innere sekundenschnelle Bilder, kriege auch Themen. Also ich höre wie eine Geschichte, ganz viel, was die Seele der jeweiligen zu mir kommenden Person mitteilen möchte. Und ich liebe diese Arbeit. Ja, das ist etwas ganz Besonderes. Ja, sehr, sehr. Ja, schön. Und du hast das gelernt, oder wie? Oder weißt du, würde das jetzt in unserem Gespräch auch funktionieren? Kann man das auch in einem Interview anwenden? Weißt du, ich wenn ich online bin, weil ich bin mittlerweile so gut trainiert, dass manchmal bin ich offline und dann tue ich mich nur auf gewisse Dinge konzentrieren. Ja. Und wenn das dann sein soll, dann gebe ich so innerlich wie fast den Befehl, kann man sagen, dass ich jetzt online bin und dann fühle ich rein und dann kann das sofort fließen. Ja. Ist aber auch besser so, weil, wenn ich das vielleicht schnell sagen darf, am Anfang, als ich ganz frisch auf diesen Weg kam, war ich fasziniert von dieser Welt, von dieser Anderswelt, von diesen übersinnlichen Impulsen und Bilder, die ich gesehen habe. Und dann bin ich in ein Geschäft einkaufen gegangen. Ich war permanent online. Du kannst dir das vorstellen, wie eine offene Vase. Ja. Ich wusste, dass die Frau, die da vorne das Getränk kauft, ihre Mutter ist gestorben. Ich wusste, weil die Verstorbenen, die suchen sich immer Menschen, weil ihnen ist es so wichtig, dass wenn sie eine Möglichkeit haben, sich zu zeigen oder mitzuteilen, ja, vielen Dank, mitzuteilen, dann nehmen sie das wahr, weil es doch viele Menschen gibt, die hier noch in der Trauer verweilen. Und den rübergegangenen Seelen ist es so wichtig, dass sie mitteilen können, ich war hier zwar krank, ich hatte zuletzt Schmerzen oder was auch immer, aber jetzt bin ich da drüben wirklich ganz wohlauf, es geht mir gut. Dann kriege ich manchmal auch Bilder, wie sie mit einem Hund kommen und sich zeigen oder mit einem Kind oder mit einem anderen Familienmitglied. Und das stimmt immer überein. Und ich war so in der Freude. Ich habe natürlich manchmal auch Menschen erschreckt mit meinen Aussagen. Ja. Meine Töchter haben sich geschämt, mit mir einzukaufen. Weil die Mutter immer etwas gesehen hat. Genau. Und sie waren dann noch Teenager, das war gar nicht Nein, für sie. Das kann ich mir vorstellen. Auf jeden Fall habe ich dann gelernt, dass das gar nicht, es hat mich dann auch mit der Zeit belastet. Und so, du bist ja dein eigener Schöpfer, du bist auch dein eigener Meister. Du bist ja für die geistige Welt auch der Kanal und wir sind ein Team. Ich könnte gar nichts ohne sie, aber sie
möchten mich ja auch als Kanal benutzen. Also da dient man einander in der vollumfänglichen Liebe. Und so habe ich einfach ganz schnell gelernt, mir das anzueignen, jetzt bin ich offline oder jetzt ja. bin ich online. Also auch mal abstellen. Genau. Ja, genau. Den Kanal ganz ausschalten. Sein, gell? Ja, das erlebe ja. ich so bei dir, dass ich finde, dass du auch so ganz weltlich, wenn man ja. dem so sagen kann, bist, so erlebe ich dich. Ich sehe auch die Leute, wenn sie bei dir waren, wenn sie aus der Sitzung kommen, so. Das wirkt in mir ganz anders, so wie schön. Sie die Ausstrahlung, die sie haben. Finde ich, ja, ich sehe dann, habe das Gefühl, ich sehe die Wirkung, die sie haben, wenn sie bei dir waren in der ja, Sitzung. Ja, aber meine ist ja dann auch so schön. Ja, weil, das stimmt. Weil deine ich ist auch so schön. Freude habe. Ja. Ich habe auch so Freude, ich bin in der tiefsten Dankbarkeit. Ja. Diese vielen schönen E-Mails, das ja. ist für mich wie eine Liebeserklärung. Ja. Und das ist so wie eine, man gibt sich gegenseitig die Kraft. Ja. Genau, ich habe so auch gehört oder erlebe das von dir, wie wichtig das es dir ist, dass die Menschen in ihre Kraft kommen und ja. ihre Talente leben können. Ja, ja. Ja, also ich finde es wunderbar, dass es immer wie mehr Medien und Heiler gibt, weil wir haben ja alle nur zwei Hände und zwei Füße, sage ich immer. Ich bin sehr ein Teamgeist und ich finde es wunderbar, dass es viele Menschen gibt, die auch die Kraft haben, Menschen, die noch nicht ganz erwacht sind, zu begleiten. Das ist so wichtig wie noch nie zuvor, weil wir ja jetzt in einer absoluten Transformation sind. Wir befinden uns wirklich in einer Ablösung von etwas Altem in etwas Wunderbares Neues. Ja, genau. Du hast vorhin gesagt, der Schmetterling auf dem ja. Deinem Pullover ist dir wichtig. Ja. Darf ich ja. dich noch fragen, was das auf sich hat? Ja, vielleicht einen Zusammenhang auch. Ja, ja, weißt du, ich fühle mich manchmal wie ein Schmetterling, weil ich fühle mich innerlich so frei. Ich habe sehr an mir gearbeitet, auch mein Ego zu besänftigen, weil unser Ego hat ja das Gefühl, es sei der Chef. Ich kann das als Beispiel gerade erklären, kaum erwachen wir, fängt es ja da oben schon an zu denken. Und das sollte eigentlich gar nicht sein. Wir sollten der Chef darüber sein, wann wir anfangen zu denken. Und auch dieses Verurteilen und Urteilen, da komme ich immer wie mehr raus, weil ich sehr achtsam geworden bin in meinem Leben. Ich fühle sofort, wenn ich etwas verurteile und ich ziehe mich da sofort raus, kläre meinen Geist, habe so meine Übungen und das gibt dir dann dieses Gefühl, weißt du, dass du innerlich einfach mit allem im Reinen bist und so eine innere Freiheit und das beflügelt dich so, wie so stelle ich mir ein Schmetterling vor, wenn er aus der Raupe hervor empor aus dem Kokon aus dem Kokon, ja, genau. Jetzt sich verwandelt aus dem Raupendasein, ja, genau. Ja. Du hast vorhin gesagt, dass du dann auch betest. Ich habe mich gefragt, wie wichtig ist dir überhaupt beten? Das ist sogar sehr wichtig für mich, weil ich bin ja nicht in eine Religion eingebunden, im wahrsten Sinne, weil für mich ist die göttliche Quelle alles. Sie ist Buddha, Jehova, sie ist Allah, das ist ja alles die gleiche wunderbare Energie und ich finde es auch wunderschön, von allen Menschen, die einfach so wie sie ihre göttliche Quelle, wo wir ja ursprünglich herkommen, nennen, wenn sie das praktizieren, weil das ist eigentlich eine Wertschätzung an uns selbst. Weil wir sind ja Gott, wir sind ja Schöpferwesen. Und deswegen ist das für mich sehr wichtig. Ja. Ja. Und du verbindest dich vor dem Gespräch auch mit der ja, göttlichen jedes Quelle. Jedes Mal, ja. Du hast mal vom Christuslicht gesprochen. Ja. Ich hörte sehr viel in den letzten Jahren von vielen Menschen, bald kommt Christus wieder auf unsere Erde zurück. Und ich wusste nie, wie ist denn das genau gemeint? Und heute weiß ich, es geht ums Christusbewusstsein.
Ja. Und das genau um das, was wir jetzt gerade vorher kommuniziert haben, weil das Christusbewusstsein, das ist ja auch unser Seelenlicht, ist ja auch damit in dem eingebunden. Und wenn wir beten, wenn wir achtsam sind, wenn wir aus dem Urteilen und Verurteilen rauskommen, raus aus der Angst, und aus der Angst übrigens, das ist auch sein Thema. Wenn jemand wissen möchte, wie man am besten aus der Angst kommt, da gibt's nur eins, ins Jetzt. Nur im Jetzt zu leben. Gar nicht an der Vergangenheit herumstudieren, die ja eh schon vorbei ist, und die Zukunft ist noch nicht, die kann man noch kreieren. Und wenn man im Jetzt die ganze Kraft und diese wunderbare, lichtvolle Achtsamkeit praktiziert, dann erhält man sein Dasein, also das innere Licht wird auch stärker, und so schaffen wir auch eine positive Zukunft zu erschaffen. Und in der positiven Zukunft existiert keine Angst. Ja, also wenn wir jetzt sagen können, ja, alles, was jetzt gerade wichtig ist, ist jetzt gerade. Genau. Und es spielt keine Rolle, was in 5 Minuten ist, sondern wie hier, wir sind jetzt wichtig, jetzt gerade, oder das, was jetzt gerade ist. Und wir kreieren, was jetzt in 5 Minuten ist. Und wenn das jetzt sehr positiv ist oder auch heilend, dann kreieren wir das genau in 5 Minuten. Und was dann in 5 Minuten ist, können wir dann, also wie, wenn man das so Step by Step macht, anstatt dass man sich schon den Kopf, achte dich mal, wenn du in den Spiegel schaust, wenn du an einen Monat denkst, da macht man ja schon diese Stirnfalten. Es ist einfach wichtig, klar, es gibt gewisse Dinge, wenn man Termine hat, ist ganz klar, dass man da ein bisschen im Voraus planen sollte und muss. Aber dieses Denken, was ist dann, was ist dort? Das sollte man wirklich achtsam loslassen. Ja. Oder man kann sich sogar sagen, wenn man zum Teil gewisse Schicksalsschläge gerade zu verdauen hat oder die sogar anstehen, geliebte göttliche Quelle, ich übergebe dir dieses Thema in der allumfassenden Liebe. Ich bitte dich, löse es, dass es für uns alle stimmig ist. Ja. Und dann wird uns auch geholfen. Ja, schön. Also, da könnte ich stundenlang darüber erzählen, was mir alles schon geholfen wurde. Ja, schön. Und meist füllen wir den Zwischenraum mit dem, was wir denken, was kommt in 2 Wochen. Und die Zeit dazwischen füllen wir dann in Gedanken meistens mit Problemen, die kommen könnten. Leider, oder? Die ziehen wir dann so richtig in unsere Wahrnehmung. Und die tun uns gar nicht gut. Ja. Ja, du hast jetzt gesagt, ja, ich könnte da Beispiele erzählen, was mir schon geholfen hat. Vielleicht gibt es eines, das du jetzt erzählen kannst, willst. Ich hatte so einen Traum von einem Auto, dass ich unbedingt, ich wünschte mir immer, ich würde so gerne wieder Cabriolet fahren. Ist ja jetzt egal, welche Marke. Gell. Aber ich habe mir die Marke gewünscht, am liebsten noch die Farbe, und es soll dieses Budget sein. Und das war dann für mich auch ein bisschen wie ein Test. Und ich bringe das jetzt als Beispiel, weil das sehr materiell ist, also sagen wir irdisch. Ja. Aber um aufzuzeigen, man darf auch irdisches wünschen. Und ich habe das raufgegeben und losgelassen, und ein halbes Jahr später hatte ich genau dieses Auto für 100 Franken weniger als mein Budget. Ja. Und es war genau dieses Auto. Das ist schon unglaublich. Ja. Und ich könnte ebenso noch mehr, das mit den Parkplätzen, jedes Mal, wenn ich irgendwo einen Termin habe und ich darum bitte, dass ich möglichst vor dem Haus einen Parkplatz habe, das muss ich, glaube ich, schon gar nicht mehr erwähnen, weil das praktizieren auch schon sehr viele Menschen. Ja, genau, das kennen wir, den Parkplatz bestellen. Genau. Ich habe mich jetzt gefragt, hättest du als... Ich weiß nicht, Teenager, du hast vorhin deine Töchter erwähnt. Hättest du als Teenager gedacht, dass du einmal später Menschen begleitest in Heilsitzungen? Nein, aber das, was ich gedacht habe, ist auch passiert.
Weil ich war ja auf dem Estrich von meinem Großelternhaus. Ich war ja sehr viel bei meinen Großeltern. Und dort gab es eine Truhe mit ganz alten Kleidern aus dem 18. Jahrhundert noch, mit diesen großen Hüten. Und ich war sehr viel dort oben, ein alter Spiegel, habe diese Sachen angezogen und bin so wie ein Mannequin gelaufen und habe dann auch die verstorbenen Verwandten klatschen gehört und hatte auch Dialoge mit ihnen. Und ich habe mir dort immer gewünscht, in diesem Mäßig, eines Tages möchte ich genauso auf einer Bühne stehen. Und ich war ja dann von 20 bis 30 Jahre alt tätig als Fotomodell. Ja, genau. Und ja, aber dort hat mir sehr viel gefehlt. Mein Leben war sehr leer. Und ja, ich war dann sehr glücklich, dass das Leben sich in diese Richtung, wo ich heute bin, gelenkt hat. Aber noch um etwas von meinen Töchtern zu erwähnen. Meine Töchter sind heute 24 und 28 Jahre alt, beide hochspirituell. Ah, schön. Also die haben mir gelernt, praktisch Veganerin zu werden. Und die eine hat den Yoga-Master und sie macht ayurvedische Beratungen und auch astrologische. Die andere Tochter ist eine wunderbare Künstlerin, die malt auch Seelenbilder, macht Reiki-Sitzungen und tut auch schon Menschen begleiten. Also sie muss nur noch ein bisschen üben, rauszugehen. Ja. Und so bin ich so eine ganz stolze Mutter. Ja. Und wir sprechen die gleiche Sprache. Ja. Also ich muss da überhaupt kein Blatt vor den Mund nehmen. Ja. Ihr versteht euch so auch in diesen Themen. Ja. Ja. Ja, schön. Ja, das ist wunderschön. Ja, jetzt bist du ja auf diesen Weg gegangen und ich weiß, dass du in Indien warst. Ja. Und ja, möchte dich bitte noch darüber zu berichten. Ja, ja. Also das hat eigentlich angefangen mit Ayurveda. Ich habe einfach gefühlt, dass das was Gutes für mich ist, wenn ich anfange, mich zu entgiften. Das ist nämlich auch ein wichtiger Prozess, um die medialen Fähigkeiten zu verfeinern, den Kanal reiner zu machen. Und so bin ich natürlich im Ursprungsland gelandet, in Indien. Aber da kam noch dazu, dass ich weiß von der Palmblattbibliothek, wo ich eine Palmblattlesung hatte, dass ich schon zwei oder drei Leben sogar in Indien gelebt hatte. Habe übrigens auch Patrick Pedrazzoli von der Quelle. Wir haben uns ja vor vielen Jahren mal kennengelernt und ich ging so auf ihn zu und habe mich dann bei ihm vorgestellt und ihn auch so angelacht und gesagt, wir haben eine tiefe Verbindung nach Indien zusammen. Ja, und das ist ja auch sehr stimmig. Ja. Ja, und auf jeden Fall bin ich dann mehrere Male gegangen, weil ich gefühlt habe, da habe ich Wahrnehmungen, die habe ich in der Schweiz noch nicht. Ich habe Visionen und ich habe dann mich angefangen führen zu lassen. Dann bin ich auch auf den heiligen Berg Arunkala ganz alleine raufgewandert mit einem Sack Datteln und einer Flasche Wasser und habe dann die Höhle aufgesucht von Sri Ramana Maharshi. Sri Ramana Maharshi wurde weltbekannt mit seinem Buch Wer bin ich? Who I am? Non-Dualistic Philosophie. Also, dass man nicht im dualen leben soll. Da sind ja auch Tausende von Menschen zu ihm gepilgert, als er noch lebte. Und wenn ich da schnell ausholen darf. Da stand ich also noch 100 Meter vor der Höhle entfernt. Und plötzlich wurde das so steil und ich dachte, um Himmels Willen, mit meinen Turnschuhen, ich habe einfach drei Schritte vorwärts gemacht und fünf retour und ich habe ganz schnell gefühlt, das schaffe ich nicht, diese letzten Meter. Und dann bin ich auf die Knie gefallen und habe einfach gebeten, ich habe zu der göttlichen Quelle und auch zu Sri Ramana Maharshi, der ja schon lange nicht mehr lebt, habe ich gebetet, jetzt bin ich so nah, ich bin in Indien, ich bin vor der Höhle. Also bitte, bitte helft mir, dass ich hier noch die letzten Meter schaffe. Und da ist Folgendes passiert. Ich habe ein Videolink
in meinem YouTube-Kanal Brigitte Voss, weil ich musste das selber filmen, weil ich sogar selber dachte, sonst glaube ich dann, ich hätte eine Fata Morgana gehabt später. Ja. Auf jeden Fall stand so ein Mann vor mir und er fragte mich, can I help you, madam? Mhm. Und ich guckte ihn nur so an und dachte, wo kommt er nur her? Ja gut, einfach gar nichts hinterfragen. Ja. Ich habe ihn dann gefragt, ob er mir helfen könnte. Ich möchte in diese Höhle rauf. Und er hatte dieses Flipflop an, also schlimmere Schuhe als ich. Und er hat mir nur gesagt, no problem. Er hat mich an der Hand genommen und wir sind zusammen zur Höhle rauf. Und dort hat er gesagt, ich lasse Sie einen Moment, ich sitze da draußen, warte auf Sie und dann bringe ich Sie wieder runter. Und so sitze ich dort in dieser Höhle und mir ist jedes Härchen aufgestanden, weil ich habe tiefste Heilung gefühlt. Und am Ende, also das war ganz klar die Präsenz von Sri Ramana Maharshi, am Ende wusste ich innerlich, jetzt soll ich von mir ein Selfie machen. Und ich habe mich dann fotografiert und das ist diese Foto auf meiner Webseite über mich. Ja. Die ist überhaupt nicht bearbeitet, diese Foto. Ja. Hast du sie gesehen? Ja, ich hab's gesehen. Heiligenschein und diese Strahlen, also einfach nur. Ja, das ist ganz ein spezielles Foto, ich weiß. Und Isabel, dort habe ich mein letztes Quantum, tiefe Heilung gekriegt. Ich bin wie ein neuer Mensch nach Hause gekommen. Ja. Ich habe natürlich dann auch aufgeräumt in meinem Leben. Ich musste sofort eine Beziehung beenden. Ich musste einfach auch sofort mich neu ausrichten, mehr meditieren, Zahnpasta ohne Fluorid sofort benutzen. Weißt du, ich hatte so diese inneren Durchbrüche, dass jetzt ein Schritt weiter in meinem Leben passiert ist. Und da fing der große Erfolg an mit den unzähligen Seelenreadings. Ja. Die Aktivierung der Zirbeldrüse, das erwähnst du, glaube ich, auch. Ja, da wurde sie wirklich auch stark. Ja. Mit der Heilung hat sich da ganz viel innerlich einfach ausgerichtet. Hattest du immer einen Ruf? So, es gibt ja Menschen, die sagen, ich hatte einen Ruf so nach einem bestimmten Land. War das bei dir auch so, dass du immer dachtest, ich will mal nach Indien? Als meine große Liebe gestorben ist, habe ich angefangen, Filme, Gandhi-Film. Dreimal habe ich den Mahatma Gandhi-Film mir angeschaut, wusste nicht warum. Weil natürlich hat es mich bewegt, was er erreicht hat. Das ist ja einfach wundervoll. Mhm. In purem Frieden, eigentlich das Ganze, was wir vorher besprochen haben, hat er gelebt und erreicht, dass Indien befreit wurde. Mhm. Das hat mich natürlich schon sehr berührt, aber es waren auch die Bilder. Ich wusste, oh mein Gott, meine Heimat ruft mich in meinem Herz drin, in meiner Seele drin. Ja. Und diese Glückseligkeit, die ich heute in mir habe, die kann ich auch sehr stark den Indienbesuchen verdanken. Ja. Ja. Dann nochmal eine Frage zur Palmblatt-Bibliothek. Ja, ich war ja jetzt noch nie in Indien. Ja. Und auch eben, was ist die Palmblatt-Bibliothek für die, die es nicht? Sieht es sich, Isabel? Ich denke immer, vielleicht, im Moment denke ich immer noch, vielleicht sollte ich doch mal gehen, weil ich ja auch Yoga unterrichte. Und dann denke ich, ja, ich sollte eigentlich mal nach Indien gehen. Und bis jetzt dachte ich immer, ja, nein, nicht. Und jetzt erzählen immer mehr Leute mir von Indien. Ich würde gerne mit jemandem gehen, das weiß ich. Also ich gehe sicher, ich bin nicht die, die alleine reist. Aber jetzt kommt schon wieder das Thema Indien, jetzt höre ich immer mehr, wer weiß. Unglaublich. Weißt du, warum ich dich frage? Ja. Weil genau so ruft es dich. Es gibt nicht für jeden Menschen ein Palmblatt. Aber diese Menschen, die es zieht und die so einen inneren Drang verspüren, dem sage ich eben der Ruf. Für diejenigen liegt ein vor Tausenden von Jahren geschriebenes Palmblatt bereit. Ich kann das ganz am Rande schnell erwähnen. Es ist also so, du musst natürlich schon dein Geburtsdatum und deine Geburtsstunde angeben, bevor du runterreist, weil sie ja dein spezifisch auf dich aufgeschriebenes Palmblatt sich vorbereiten möchten. Aber wenn du dann dort bist, dann fragt dich der Palmblattleser noch, ich habe hier ein Palmblatt,
ich fühle, das ist für Sie, aber ich möchte noch sicher gehen. Und bei mir war das so, ich sehe da, Sie hatten eine große Liebe mit dunklen Haaren bis hier. Er ist gestorben und er begleitet Sie. Sie haben zwei Töchter, Sie haben dieses und jenes. Sie hatten da so ein Thema in Ihrer Gesundheit und das steht in keinem Internet, was ich für ein Thema in meiner Gesundheit... Also vielleicht gewisse Sachen könnte man ja noch googeln, aber er hat mich wirklich Sachen gefragt, auch, dass ich einen Stiefvater und einen richtigen Vater habe, das weiß kein Mensch. Und dann hat mich jedes Mal gesagt, ja, 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 er sagt, okay, das ist Ihr Palmblatt. Und dann hat er erst angefangen. Aha. Und die sind in Sanskrit beschrieben. Aha. Aber das ist ja so, dass der Palmblattleser hat das vererbt von seinem Vater, sein Vater hat das vererbt von seinem Vater und die werden schon als sehr jung, werden sie trainiert auf diese Berufung. Ja, das ist wunderschön. Ja, ein eindrückliches Erlebnis. Unglaublich, sehr, sehr eindrücklich. Ja. Schön war auch, dass der Palmblattleser, wie hieß er denn schon? Sachananda Murti, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Sachananda Murti. Er stand so vor mir und hat mich so angeschaut und gesagt, vielen Dank, dass ich so eine wundervolle, lichtvolle Seele jetzt durch die Lesung begleiten durfte. Das war so schön für mich, weil ich habe dann gesagt, ja, danke gleichfalls. Ja. Ich danke Ihnen. Ja. Ja. Das hat mir schon sehr viel gebracht. Und dort, wo ich heute stehe, da stand alles drin. Und es kommen noch viele wunderschöne Sachen. Es kommt noch mehr. ja, genau. Die lasse ich aber los, weil wir sind ja doch immer noch eigene Schöpfer. Also ich lasse mich nicht manipulieren oder beeinflussen, aber wenn es natürlich schöne Sachen sind, dann denke ich schon, okay, es braucht aber auch noch mein Zutun dazu. Mhm. Dann, wenn ich schon weiß, dass das und das meine Berufung ist oder dass ich auf dieses Gleis sehr positiv gehen werde, dann werde ich mir natürlich auch die Mühe dafür machen. Von nichts kommt nichts, sage ich immer. Ja. Aha. Jetzt mache ich einen großen Sprung geografisch. Ja, Du warst auch noch in England. Ich weiß, übrigens kann ich es noch sagen, du hast ja ein Buch geschrieben, ich habe es hier noch, Heile dein Herz, im Giger Verlag erschienen. Ja, genau. Brigitte Voss, das Heile dein Herz. So stimmt. Der Schlüssel zum Glück ist die Liebe zu dir selbst. Ja. Das ist so ein authentischer Teil von mir, dieses Buch. Ja, weil eigentlich ist ja meine Arbeit auch so ausgerichtet, dem Menschen zu helfen, sein Herz zu heilen. Die Seele lebt ja im Herz. Und wenn die Seele ins Seelenheil gelangt, dann ist ja auch das Herz geheilt. Und das ist auch ein Ratgeber für zu Hause, dass man weiterkommen kann. Ja, sehr. Du beschreibst da, dass du an diesem Arthur Findlay College warst. Genau, ja. Ich weiß, es gibt jetzt möglicherweise Zuschauerinnen und Zuschauer, die kennen das, das sagt ihnen was. Ich habe den Namen schon gehört und jetzt darf ich dich aber fragen, was ist das genau und was hast du dort gelernt? Ja, also das ist ja eine wunderbare Institution, sieht aus wie ein Schloss, ein bisschen wie Harry Potter. Ja, also ich habe gerade, als ich es gelesen habe, hatte ich dieses Bild und dann dachte ich, ja, nein, es wird ja wohl nicht so aussehen. Ja, nein, und es ist so, dass Sir Arthur Findlay und auch andere wunderbare Persönlichkeiten, sie haben diesen Landsitz der Nachwelt zur Verfügung gestellt, dass angehende Medien aus der ganzen Welt dort Medialität und Heilung studieren können. Gerade speziell noch für die Englischsprechenden ist das natürlich wunderbar. Und was ich festgestellt habe, in den letzten Jahren viele Ausbildungsstätte hier in der Schweiz, ich spreche jetzt von der Schweiz, weil wir ja hier leben, haben ihre Ausbildungen im Arthur Findlay College gemacht. Also das ist schon eine sehr schöne Institution. Und ich habe dann einfach die Chance wahrgenommen, an einer Schweizer Woche teilzunehmen. Und da war ich
in einer Zeit, wo mir was ganz Spezielles zu Hause passiert war. Mhm. Also mit kurzen Worten etwas Tiefgreifendes, bin ich meinem inneren Berufung gefolgt, reise nach England und in der gleichen Zeit habe ich mein ganzes materielles Zuhause verloren, weil wir einen riesen Schicksalsschlag in der Familie erlebten, wo wir einfach sehr viel loslassen mussten. Und da rief mich ja die kleinere Tochter an und sie hat so geweint, mhm. dass da die Verwandten bei uns zu Hause seien, mhm. alle so traurig, ich soll bitte sofort nach Hause kommen, ich fehle ihr so. Und ich war wirklich nahe daran, das war der erste Tag, als sie mich am Abend anrief, ich war in diesem kleinen Zimmer und ich war sehr nahe daran, am nächsten Tag wieder nach Hause zu reisen. Und dann, kaum hatte ich die Augen zu, es war dunkel, ist mir der Sir Arthur Finlay persönlich erschienen und auch ganz viele andere Persönlichkeiten, die überall an Bilder hingen, an den Wänden in diesem College. Und sie haben mir gesagt, du sollst jetzt hier sein. Ja. Weil auf dich wartet, du bist ausberufen, auf dich wartet eine große Aufgabe und du sollst die jetzt wahrnehmen. Weil wenn du jetzt hier bleibst, kannst du dein ganzes Leben so ausrichten, dass du das, was du gerade verloren hast, nicht mehr brauchst. Und ich habe dann natürlich einfach nachher, ja, ich habe so in mich reingefühlt und ich wusste, ja, die Verwandten sind ja da, sind Erwachsenen, die schauen auf meine Töchter und es ist jetzt wichtig, ich fühle ja diese innere Berufung auch, ich habe ja auch diese innere geistige Führung schon länger gefühlt und ich werde jetzt da bleiben. Ja. Und da waren so viele Messages dabei, dass ich in ein paar Jahre dort stehe, wo ich genau jetzt auch stehe, weißt du? Und ich bin so froh, dass ich dort einfach mal an mich gedacht habe und nicht das Gefühl hatte, ich hätte jetzt Schuldgefühle, die stärker seien. Ja, sondern dass du geblieben bist. Ja, ja. Und ja, weil das eine hat dann nachher, weißt du, ich habe das schon mal in einem Interview, wenn du mal auf diesem Weg bist, dann geht das wie ein Reißverschluss. Weißt du, dann gibt es einen ganz geraden Weg und der Reißverschluss geht immer wie mehr zu. Das Puzzle, das fühlt sich, da kommen die verschiedenen Teile noch und plötzlich hast du dein ganzes Puzzle schön. Es ergibt sich so und wird immer größer. Ja. Ja, sehr schön. Ja. Ja, ich wollte dich noch etwas fragen zum Heilen. Ja. Du machst ja Heilsitzungen. Ja. Und kann man auch sich selbst heilen? Ja, ich gebe ja auch so Übungsabende oder Heilworkshops, wo ich den Menschen Heilerschakra, die aktivieren wir auch und ihnen explizit mitteile und immer wieder lerne und ans Herz lege. Heilt euch selber. Ihr könnt eure eigenen Heiler sein, wenn es akute Schmerzen gibt, wenn es irgendein trauriges, sei es im emotionellen Bereich oder im körperlichen oder auch ein nahestehendes Familienmitglied. Wir haben das in uns. Ja. Und ich habe da auch ein Beispiel. Eben von, ja, gern. Ich habe da ein Beispiel, da habe ich, die eine Tochter ist Zeugin, Ich war ja jetzt gerade vor kurzem wieder in der Ayurveda-Kur. Wieder in Indien? Nein, jetzt war ich in Mallorca. Aha, das war wunderschön. Ja. Das war so schön, dass ich jetzt dann sogar im Herbst mit einer Gruppe runterreise, weil das ganze Team ist aus Indien. Das ist für mich ganz wichtig. Ayurveda muss aus dem Ursprungsland kommen. Ja. Ja, auf jeden Fall hatte ich dort die Reinigung gemacht. Also nein, zuerst die Entgiftung. Und dann ging es um die Reinigung. Die Reinigung heißt, dass ja die ganzen Gifte, die im Körper gesammelt werden, die müssen ja dann rauskommen. Mhm. Und das kommt ja dann in Form von einem Kräutergetränk. Und als ich das getrunken hatte, da wurde mir so schlecht. Ich habe so gezittert. Und das hat so viel bei mir gemacht.
bei meiner Tochter gar nicht, bei den anderen Teilnehmern auch nicht. Das war jetzt einfach ich. Also da muss nicht jeder Mensch gleich reagieren. Das war ein solcher Zustand, dass mir fast die Tränen kamen. Also mir ging es einfach total schlecht. Ich kann es nicht anders sagen. Und da habe ich mich gerade darauf besinnt, ja, jetzt bin ich da und ich kann nicht mal den Arzt jetzt anrufen, der ist irgendwo. Nee, jetzt versuche ich mich mal selber zu heilen. Und ich habe ja den wunderbaren Satya Sai Baba als meinen geistigen Führer in der Heilung. Und ich habe sofort zu ihm gebeten und ihn darum gebeten, bitte gebe mir Heilung, dass es mir besser geht. Und ich habe die Hände hier drauf gehalten, Augen zu. Und dann habe ich gerade seine Stimme gehört. Du bist immer für andere Menschen da. So schön, dass du jetzt auch mal an dich denkst. Mhm. Weil ich ehrlich gesagt auch nicht unbedingt auf die Idee kam, dass ich auch mal mir selber Heilung geben könnte. Mhm. Das ging 3 Sekunden und es war alles weg. Es war alles weg. Meine Tochter, die hatte sogar das Gefühl, ich hätte vorher simuliert. Also sie hat gesagt, das kann ja nicht sein. Was ist denn jetzt mit dir passiert in den 3 Sekunden? Und ich habe so gestrahlt. Und das erzähle ich jetzt extra, um die Menschen zu motivieren. Ja, um, damit wir ermutigt werden. Wirklich. Oder? Ja. Manchmal ist man zu Hause und es ist vielleicht noch Sonntag und ganz traurig. Man kann sich auch die Hand auf den Solarplexus legen, um emotionelle Heilung zu kriegen. Es ist ja so, dass da gibt es ein himmlisches Gesetz, ein himmlisches Gesetz wie das irdische. Wir haben den freien Willen und die göttliche Quelle darf uns sich eigentlich bei uns nicht einmischen, wenn wir nicht darum bitten. Mhm. Also wenn wir darum bitten, dann wird uns sofort geholfen. Ja, das ist etwas Wichtiges. Ja. Ich möchte nochmals auf etwas zurückkommen, das du gesagt hast. Ja. Am Anfang wegen den Verstorbenen und ihren Mitteilungen. Ja. Und ich habe oft das Gefühl, sie wollen uns mitteilen, dass wir uns nicht schuldig fühlen. Es ist oft noch viel Schuld da. Also, dass sich jemand wie schuldig fühlt, der noch lebt und sagt, ich hätte noch das und das tun sollen oder ich hätte mehr davon tun sollen, als er oder sie noch lebte. Erlebst du das auch so? Ja, weißt du, es gibt so verschiedene Themen. Es gibt auf der einen Seite die noch hier gebliebenen Menschen, die Schuldgefühle haben und richtig starke, weil sie vielleicht den letzten Tag verpasst hatten oder weil sie nicht zurückgerufen haben oder überhaupt sich nicht mehr so gekümmert hatten oder es einen Streit gab. Dann gibt es aber auch die jenseitige Seite, die sehr viel durchkommt und ich fühle das an der Energie. Wenn große Dankbarkeit und Liebe fühlt sich immer wunderbar an. Wenn jetzt aber jemand kommt, der sich noch entschuldigen möchte und mir auch mitteilt, wenn ich noch mal in dieser Welt da leben könnte, ich würde alles anders machen und auch spezifische Themen aufzeigt, wo er es anders machen würde, dann ist das für mich eine schwere, nicht so schöne Energie. Aber dafür kriegt der Mensch vis-à-vis jedes Mal Heilung. Ja. Das ist mir jetzt aufgefallen, wie viel Heilung da passiert, wenn jemand, der nicht der Beste war, die Welt verlässt und sich dann entschuldigen kommt. Also das ist so, ich kann fast sagen, Gold wert. Ja, schön. Ich finde auch, das Verzeihen ist so wichtig. Ja. Oh, also Verzeihen sich selbst, aber zuerst unbedingt, auch, oder? Und einander auch versöhnen. Ich sage da vielen Menschen, bitte steht doch vor den Spiegel, weil wenn man sich im Spiegel anguckt, guckt man ja in die Seele. Ja. Und dann soll man an erster Stelle in den Spiegel schauen und sagen, ich verzeihe dir, also mir selber, und ich verzeihe auch allen anderen. Da fehlt ja so viel Last von einem. Ja. Das kann man nicht in Worte erklären. Ja. Wenn wir das tun. Ja.
Etwas Weiteres ist mir noch aufgefallen, die Aufgabe finden. Wir müssen unsere Aufgabe finden im Leben. Ja. Wie macht man das? Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Also, ich tue da immer sehr gerne von meinen Erfahrungen weitergeben. Ich habe ja als Meditationslehrerin angefangen, medial zu arbeiten. Mhm. Und genau im Meditieren haben sich ja meine inneren Türchen geöffnet, weil im Meditieren lernst du auch deinen Verstand mal ein bisschen stillzulegen. Dann kannst du plötzlich Inneres sehen, wahrnehmen. Du kannst das innere Licht sehen von deinem eigenen geistigen Führer, also von deinem eigenen höheren Selbst. Das schafft dir dann die Motivation, dass du dich noch besser bewusst verbindest. Und sobald man mit seinem eigenen Geistführer richtig gut verbunden ist, dann hat man diesen Draht nach oben wieder richtig geschaffen, weil unsere geistige Führung ist ja permanent nach oben verbunden. Mhm. Und dann kommen auch diese Talente hoch, diese Aufgaben integrieren sich in unserem Leben, die wir uns als Seele ausgesucht haben. Wir kommen ja nicht grundlos ins jeweilige Erdendasein. Da gibt es immer einen tieferen Sinn. Ja, genau. Ich habe auch das Gefühl, dass die meisten Menschen sich fürchten, eigentlich vor ihren, manchmal, nicht alle, aber manchmal fast fürchten vor ihren Talenten oder eigentlich zu bescheiden sind und sich wie fürchten vor ihrer wahren Größe. Ja, weißt du, das ist auch so was irdisch Verhaftetes. Der Mensch ist sich das Leid mehr gewöhnt anzunehmen als das Glück. Ja. Manchmal kann man das Glück nicht fassen und stößt es sogar noch mit den Füßen, weil man auch noch das Gefühl hat, man hätte es nicht verdient. Also das ist, ja, das ist eigentlich, man kann fast sagen, menschlich. Ja, genau. So, also die Bescheidenheit, das Licht unter den Scheffel stellen, das Licht nicht zeigen, sich nicht zeigen, so in Bescheidenheit verhaften. Ja. Aber da sind eben diese Heilworkshops, die ich jetzt in den letzten 2 Jahren gegeben habe, die sind wunderbar, weil da kommen so die, weißt du, ich kann bei den Menschen die Intuition aktivieren und dieses Vertrauen erwecken, dass man mehr an sich selber glaubt. Ja. Aber der Anfang ist meistens das Seelenreading. Dass man zuerst selber, weil manchmal hat man in der Gruppe gar nicht so den Mut, wie wenn man eine Privatsitzung macht, diese 2 oder 1:1 Sitzung, wo man dann auch ein bisschen sein Herz ausschütten kann. So in diesem Rahmen, so in dem sicheren Rahmen. Ja, genau. Ich habe mich noch gefragt, wie auf der einen Seite ist ja auch die Demut, also das erlebe ich auch bei dir, so demütig auch. Und trotzdem aber unsere Talente leben und uns zeigen, ich weiß gar nicht, ist mir jetzt durch den Kopf gegangen, das ist ja schon auch wichtig, oder? Das in der Balance zu halten irgendwie, oder was meinst du dazu? Ja, es sollte schon nicht so sein, auf jeden Fall. Aber die Demut gehört zum Erfolg. Weil eigentlich auch jemand, der ein Produkt erfindet, ist ja Kanal und wird von hohen geistigen Wesenheiten begleitet. Also ich war jetzt versucht zu sagen, wenn man mit der geistigen Welt zusammenarbeitet, wer wäre ich schon ohne sie? Aber eigentlich auch ein berühmter Maler hat ganz bestimmt seine Impressionen oder Inspirationen aus der geistigen Welt gekriegt. Deswegen geht es nicht nur um die mediale Arbeit. Ja. Man sollte durchs Band eine gewisse Demut haben und immer wieder dankbar sein, weil dankbar ist ja nicht zuletzt auch eine sehr positive Energie und wenn ich die in meinem Feld habe, ziehe ich ja das Positive auch umso mehr an. Ja. Also
Demut kann überhaupt nicht schaden. Ja, genau. So eine schöne Mischung von, ja, genau, von sich zeigen, das Licht, genau, scheinen zu lassen, aber auch, ja, wissen, demütig oder dankbar sein. Oder, ja, genau, oder auch wissen, genau, es kommt auch von irgendwoher. Ja. Oder man ist vielleicht manchmal Kanal. Ich habe eben auch sehr gerne diese Menschen, diese Balance haben. Also ich verstehe mich sehr gut. In meinem Privatleben habe ich am liebsten solche Menschen. Ja. Ja, genau. Sehr, ja, schön. Ich wollte noch sagen, so, du hast in einem Gespräch, das ich gehört, gesehen habe, erwähnt, dass dich die Menschen auch sehr gerne einladen als Gast, glaube ich. Oder weil ja, du auch diese Fröhlichkeit hast und, ja, und etwas Schönes ausstrahlst. Ich getraue mich das fast nicht zu sagen, ja, aber ich habe so viele Hausschlüssel. Ich bin froh, dass die nicht angeschrieben sind. Aber jeder hat so etwas, wo ich weiß, zu welchem Haus er gehört. Ja. Ja. Das ist so herzig. Also ich dürfte dort ein Wochenende hin oder ich dürfte da wohnen, mhm, oder dort wohnen. Das, mhm, ist so wunderschön. Ja. Und eben, dass man mir auch sagt, du bist jederzeit bei uns willkommen. Mhm. Aber das hat ja dann auch wieder mit diesem Mix, mhm, zu tun, mhm, dass wenn man das Positive in sich hat und die Dankbarkeit, mhm, dann ist es ja für die anderen Menschen auch angenehm. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn jemand so ist, dass man ihn gerne in jeder Art und Weise am Tisch sitzen einlädt. Hätte. Ja. Nicht? Ja, das stimmt. Vielleicht, ja, mag das bei den einen Begebenheiten stimmig sein. Ja. Aber ich denke, wenn es vielseitig ist, weißt, mhm, du, das Leben ist für mich bunt und schön, wenn du es liebst, mit den Indianern am Boden zu sitzen, die Natur, dieses Kaminfeuer zu riechen und fasziniert zu sein, was sie dir zu erzählen haben, oder in einem 5-Sterne-Hotel ins Wellness zu gehen. Das ist für mich das Leben. Ja. Alle diese Facetten. Ja. Und nicht nur das eine oder das andere. Ja. Diese Mischung. Ja. Ja. Sehr schön. Ja, und es fühlt sich auch für uns ja deswegen auch immer sehr schön an, wenn du bei uns bist. Ja, danke gleichfalls. Das ist immer sehr schön. Und wir freuen uns, dass du auch 2024 wieder, ja, bei uns bist für Einzelsitzungen. Ja, so schön. Ja. Sobald die Termine stehen, wird es auf der Homepage wieder aufgeschaltet. Man kann sich bei dir anmelden. Du kommst immer wieder zu uns. Es fühlt sich dann so vertraut an, auch, ja, für uns. Und deshalb haben wir dich auch sehr gerne an unserem Tisch. Das wollte ich sagen, wenn du bei uns bist. Gleichfalls. Ja. Sehr schön. Jetzt brauche ich dann nur noch den Schlüssel, gell? Ja, den Schlüssel. Genau. Ich habe gedacht, du hast den Schlüssel zu dem Herzen, zu, genau, den Herzen hast du ja schon. Den, gell? Schlüssel den hast zu den Herzen, du. Genau. Ja. Cool. Ja, das ist schön. Ja, das war so jetzt die Abrundung. Was kommt noch? Eben die neuen Termine bei uns. Du wirst wieder bei uns sein. Ja, ich glaube, gibt es noch etwas von deiner Seite, das du gerne noch sagen möchtest, was ich nicht gefragt habe? Ja, sehr gerne. Und, ja, zwar an die Zuseher, mhm, möchte ich bitte, bitte, sei dir bewusst, dass das ein Privileg ist, genau jetzt inkarniert zu sein, weil wir befinden uns in einer Transformation, in so ein wunderschönes Dasein, und nicht jede Seele konnte oder kann das erleben, was wir jetzt da vor uns haben und wo wir reinschwingen. Und das ist einfach wunderschön, und deswegen sollte man auch an seinen Angstthemen arbeiten, und man sollte wirklich achtsam sein und niemanden verurteilen oder urteilen, einfach das Licht verbreiten und Frieden fühlen und Frieden denken. Das ist mir noch wichtig, dass mitzugeben. Ja, sehr schön. Ich danke dir ganz herzlich, danke auch für diese auch wunderschöne Schlussbotschaft. Ich danke dir für dein immer wieder hier bei uns sein und für dieses wunderbare Gespräch. Danke, liebe. Ich bin auch sehr glücklich. Ja, danke, liebe Brigitte. Danke dir auch, liebe Isabel.
Wenn dir das Gespräch gefallen hat, dann freuen wir uns über Daumen hoch, über Kommentare, wenn du unser Video teilst, wenn du den Kanal abonnierst. So kannst du uns unterstützen in unserer Arbeit und das freut uns natürlich von Herzen. Wir danken dir dafür und freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss!